Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und heute gibt's wieder ein Review, und zwar euer Wunsch-Review. Tut mir übrigens leid, dass ich das Freitag verpennt habe, das mal anzukündigen. Kommt ja sonst immer bei Instagram dieses euer Sieger nächsten Montag. Ja, es standen ein paar Science-Fiction-Filme zur Auswahl, zum Beispiel Existenz von David Cronenberg. Die anderen beiden habe ich gerade: She-Borg, Nameless, Total Terminator. Ich habe die anderen beiden vergessen, da fielen sie mir wieder ein. Ihr habt euch aber für einen anderen entschieden, und zwar für Flucht aus Absalom. Und ja, natürlich möchte ich dann auch gerne jetzt die Kritik dazu machen. Ihr habt gewählt, und ja, nach dem Intro geht's los. Ja, Flucht aus Absalom. Hier von Turbine ja zum Glück nochmal aufgelegt, weil die normale Blu-ray, die kriegt man ja auch nur noch für horrende Preise von den Nameless Media Books, mal ganz zu schweigen, was die inzwischen kosten. Und da war ich sehr, sehr froh, dass Turbine den nochmal aufgelegt hat. Hier auch Media Book, ich weiß gar nicht, ich glaube eine normale Disc haben sie auch nochmal rausgehauen jetzt. Ja, ne, auch in 4K, aber ich war einfach super, super froh, denn... Das erkläre ich gerne gleich. Erstmal kurz, worum geht es überhaupt dabei? Ja, und zwar geht es hier um John Robbins, gespielt von Ray Liotta, der uns ja leider jetzt auch viel zu früh verlassen hat, vor nicht allzu langer Zeit. Ich bin gar nicht sicher, wann er jetzt gestorben war, aber es ist noch nicht so ewig her. Und ja, ne, er spielt halt John Robbins, und er war halt Soldat und hat viele Befehle ausgeführt und wurde halt zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er einen seiner Kommandanten dann erschossen hat. Ne, sieht man am Anfang des Films, während des Vorspanns, ne, marschieren da alle, auf einmal kommt einer dahin und pff, Headshot. Ja, das Dumme ist, da er halt wirklich weiß, was er tut und wirklich sehr gut im Kampf ausgebildet ist, versucht er natürlich auch zu fliehen. Und dann, um dem Ganzen, ja, ich sag mal, vorzubeugen, das Ganze spielt natürlich auch in der Zukunft, im Jahr, ich glaube, was war es, 20... Verstehe ich das nochmal? Ich weiß das ja gerade nicht mehr. Also, ne, ist ja aus den 90ern der Film, 1994. Es würde ungefähr jetzt spielen. Da hat er wohl nicht die beste Zukunftsvision. Naja, er landet auf jeden Fall auf einer Gefängnisinsel, die Absalom heißt. Und die gilt halt als ausbruchssicher, weil, ne, ist halt so abgeschnitten, ist eine Insel, beziehungsweise eine Halbinsel. Und, naja, die Leute kommen da einfach nicht weg. Ne, Meerseite wird bewacht und die Landseite... Naja, da regieren einige der Gefangenen, die sich Outsider nennen. Und naja, die werden halt auch ein bisschen mit Essen verpflegt. Aber naja, unterm Strich, wie gesagt, da ist kein großes Entkommen. Es wird alles auch, ne, von außen überwacht, aber unterm Strich lässt man die Leute da ihr Ding machen. Und die Outsider, die, ne, beherrschen das Ganze. Und es gibt auch ein paar Leute, die versuchen friedlich da zu leben, ohne, ja, ich sag mal, eine Gewaltherrschaft. Die geraten natürlich auch immer mal wieder ins Visier der Outsider. So, und ne, John Robbins, der landet erst bei den Outsidern. Und ja, so viel kann man ja spoilern, ist ja recht am Anfang des Films noch. Ja, er lässt sich da halt nicht von dem Anführer der Outsider, dem Merrick, irgendwelche Befehle aufdiktieren. Und ja, töten lässt er sich schon gar nicht. Kriegt zwar das Angebot, hey, du bist ein guter Mann, willst du bei uns helfen? Und er dann, ja, nein, fickt euch. Na, und er landet dann halt bei den bei der friedlichen Truppe, und ja, nach und nach lebt er sich da so ein Stück ein, aber er hat immer noch ein großes Ziel, von dieser Insel fliehen. Ne? Was natürlich dann auch zu Konflikten mit den Outsidern führt und auch mit anderen Leuten, die da eigentlich ein Interesse daran haben, dass er und viele andere da einfach bleiben. Weshalb ich so froh war, dass Turbine den nochmal rausgebracht hat, denn ich will nicht lügen, ich weiß nicht, es muss 95, 96, so irgendwann um den Dreh, als ich 10, 11 Jahre alt war, habe ich den Film mal im Fernsehen gesehen. Ich fand den geil. Ich fand den richtig, richtig geil. Ne? Also hätte ich nie gucken dürfen, aber lief im Fernsehen, war wahrscheinlich auch ein bisschen geschnitten.
Nur ich fand ihn als Kind schon super klasse, den Film. Der hat mich richtig geflasht. Ich hatte mir damals die Videokassette geholt. Als die DVD rauskam, habe ich mir die geholt. Blu-ray hatte ich dann halt am Anfang verpennt. Und das ist für mich wirklich so ein schönes Stück Kindheitserinnerung, dieser Film, weil ich den damals schon immer richtig klasse fand. Ne, er hat halt auch dieses, ein bisschen dieses 90er-Flair, so, ne, Anfang, Mitte der 90er, wie manche Filme da waren, dieses Flair hat er halt. Ne? Und es ist ja unterm Strich, auch wenn es natürlich ein Gefängnisfilm ist, ist es eigentlich auch eher so ein ja, Science-Fiction-Film, aber eher so in der Richtung einer dystopischen Zukunft, weil offenkundig läuft es da nicht so gut und man hat sich halt gesagt, hier in der Welt des Films, wie gesagt, wenn wir Leute nicht resozialisieren können, sie nicht vernünftig im Gefängnis halten können, dann machen wir halt so einen Scheiß wie mit dieser Insel und hüllen da so ein bisschen Mantel des Schweigens drum. Es hat halt auch so ein bisschen dieses Feeling eines Endzeitfilms und so richtig schön diesen 90er-Charme. Und ja, wie gesagt, es ist ein ganz großes Nostalgie-Ding für mich. So, und das Schöne war jetzt, ne, beim Rewatch, ne, sicherlich auch das 10. Mal, dass ich den Film gesehen habe, er macht immer noch Spaß. Er macht mir einfach immer noch saumäßig Spaß, der Film. Ne, liegt erstmal dran, Ray Liotta ist hier wirklich klasse in der Hauptrolle. Wir haben Lance Henriksen, der den Anführer der liebenden Leute da spielt. Das macht er klasse wie immer. Ne, selbst meine Frau meinte, als sie, eigentlich wollte sie nicht sehen, hat dann aber dann mitgeguckt, meinte, Bishop, hätte ich ihn jetzt vom Aussehen nicht erkannt, von der Stimme hätte ich ihn erkannt. Na, dann Ernie Hudson spielt mit und auch noch ein paar andere Gesichter, die man durchaus kennt. Also ist wirklich schon mal cool besetzt und ja, wie gesagt, es ist halt wirklich dieses Feeling, was der Film verbreitet, was eigentlich so unheimlich Spaß macht. Ne? Dazu sehen sich natürlich noch Sachen wie ein paar gelungene Action-Szenen, nur auch ein paar Gewaltspitzen, die da auch ja, gut eingebaut sind, ohne dass das jetzt zu selbstzweckhaft ist. Aber was ich auch so richtig schön fand, das, was man als Kind vielleicht noch nicht ganz so zu schätzen wusste, teilweise auch der Humor, den der Film hat, ist schon teilweise schon ein bisschen makaber an ein, zwei Stellen, aber erhöht halt den Fun-Faktor ungemein. Also alleine, wenn sie als Robinson da bei den Outsidern ankommt, ne, kannst gerne bei uns mitmachen. Erstmal müssen wir gucken, ob du was taugst. Ne, 5 Minuten im Ring mit Bruno hieß er, glaube ich. Und dann Robbins nimmt den Speer, fupp, tot. Ne? Und Mary guckt so, ne? Dann juxen sie da so ein bisschen rum, weil ne? Mary muss das ja gut verkaufen, dass er gerade quasi bloßgestellt wurde, dass er einen starken Krieger da hinschickt und der Neuling macht ihn da easy peasy platt. Ne? Und die Dialoge sind dann wirklich cool, auch an vielen anderen Stellen. Es hat halt einfach eine gewisse Art Humor und ein gewisses Flair, was einfach Spaß macht. Und ja, ich sag mal, in dieser Art heute leider auch nicht mehr gedreht wird. Ne? Man will ja nicht mehr alten Zeiten nachtrauern, aber wenn ich denn so einen Film sehe, ne, Mischung aus Nostalgiegefühlen, aber auch ne, mit seinen Action-Szenen, diesen dystopischen Ansätzen, dem Humor, den er hat, dem Flair und der Atmosphäre, die er hat. Ja, und man könnte jetzt auch über so ein paar ja, philosophische Gedanken, die auch so ein Stück weit leicht angestoßen werden, ist jetzt kein unglaublich tiefgründiger Film, aber ein paar Steine des Anstoßes gibt da. Dieses Gesamtpaket macht einfach Spaß. Es gibt da in diesem Film nichts, wo ich, von dem ich sagen würde, das stört mich jetzt oder da muss ich was kritisieren. Na, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein 10 von 10 Meisterwerk, beste Film aller Zeiten ist, aber er ist eine rundum gelungene Sache, bei dem mich nichts stört, der mir von vorne bis hinten Spaß macht, den ich mir immer wieder angucken kann und der einfach geil ist. Und das gibt es heutzutage leider viel zu selten so in diesem Stil, mit diesem Charme. Und von daher hier Martin Campbell, der dann ja auch ne, durch GoldenEye und Casino Royale und ein, zwei andere Filme wirklich auch noch danach wirklich durchaus Karriere gemacht hat und durchaus ja, tolle Filme gedreht hat, hat hier halt wirklich schon davor, vor diesen ganzen Hits bewiesen, dass er genau weiß, was er macht. Und ja, ich mag den Film einfach. Er ist für mich wirklich ein ganzes Stück Nostalgie, aber das halt auch jetzt als Film immer noch wunderbar funktioniert und dem ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Flucht aus Absalom ist einfach klasse. Und deswegen ist auch klar, dass ich mich über den Re-Release so gefreut habe, weil
macht schon Unterschied. Die DVD hat eine vernünftige Quali, muss ich dazu sagen, aber es ist auch wirklich so ein Ding, den hätte ich mir auch Mediabook geholt, selbst wenn gleich klar gewesen wäre, da kommt auch eine Armory. Na, weil ich mag den einfach. Ja, bevor ich jetzt noch 20 Mal sage, wie toll ich den Film finde und dass ich ihn sehr gerne mag und dass er sehr viele Nostalgiegefühle auslöst, bin ich an der Stelle eigentlich durch. Ich kann jeden einfach nur empfehlen, wer ihn nicht kennt, nachholen bitte. Jetzt. Und ja, ansonsten, ich hoffe natürlich, dass euch das, dieses kurze Review hier gefallen hat. Haut mir gerne in die Kommentare, wie ihr Flucht aus Absalom fandet. Ich möchte keine Kritik hören, außer sie ist gut begründet, dann bin ich ja auch immer für sowas offen. Ja, und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.